Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect. Hier unten auf dieser weiten Ebene müsste eigentlich diese Spionagesonde zu finden sein. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Ah, das könnte hier sein, oder? Gut. Aber wieso ist dann die Sonde in diesem Ausgrabungslager? Na gut, dann schauen wir einfach mal rein. Minenschacht. Das ist die Quelle des Signals. Eine Falle. So muss es sein. Ja. Das Ding ist nicht abgestürzt. Jemand hat es hierher gebracht. Hm. Vielleicht wissen sie nicht, was sie da haben. Wir müssen sie finden, bevor sie losgeht. Okay, Shepard. Gut, dann wollen wir mal reingehen und schauen, was das dann gibt. Ich ahne ja, dass die nicht besonders kooperativ sein werden. Aber wir schauen mal. So weit, so gut. Kommt jetzt wieder ein Hinterhalt? Da hinten auf jeden Fall gehen. Also so weit sieht es ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist so. Das heißt, hier haben wir wirklich nur einen Weg. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Da ist auf jeden Fall. Was zum Teufel? Shepard. Endlich. Elanos Heliad, wer ist das? Sie sind im Vorteil. Mein Name ist Elanos Haliad. Ich bezweifle, dass Sie ihn kennen. Wer führt die Terminus-Clans Ihrer Meinung nach an, Shepard? Hm? Tausende von Piraten, Sklaventreibern, Kriminelle jeder Machart? Das heißt, er ist der Anführer? Bei den meisten kriminellen Organisationen ist es derjenige, der als der erfolgreichste angesehen wird. Das ist richtig. Derjenige, der die meisten Männer getötet, die meisten Schiffe erbeutet und die meisten Kolonien ausgeraubt hat. Vor 3 Jahren war ich der Stärkste. Ich nutzte meinen Einfluss, um eine Flotte zusammenzustellen. Wir wollten ihr Volk aus dem Randsektor vertreiben. Okay, der skyalanische Angriff anscheinend. Sie haben hinter dem Angriff auf Elysium gesteckt. Ich war der Motivator, der Anstifter, der Ruhm und Reichtümer versprach, wenn die größte Menschenkolonie des Clusters geplündert wird. Der die Schuld für das Scheitern bekam. Ich war ruiniert, als Ihr Volk dem Angriff standgehalten hat. Wie könnte ich meinen Ruf besser wiederherstellen, als indem ich den ersten menschlichen Spectre eliminiere? Sehr nett. Können wir die Normandy kontaktieren? Meine Crew wird mich holen. Sollen sie nur. Wir werden bereit sein. Ein Allianzkriegsschiff wäre eine gute Beute. Oh, und falls Sie es noch nicht bemerkt haben, das Erz hier ist mit Schwermetallen durchzogen. Das Funkgerät Ihres Anzugs kann nicht da durchdringen. Hm. Wir werden einen Weg hier rausfinden. Das bezweifle ich. Leben Sie wohl, Shepard. Was machen wir jetzt, Shepard? Erstmal keine Panik. Wir haben Luft und Licht. Und die Normandy ist noch im Orbit. Wir suchen uns einen anderen Ausweg. Es ist zu spät, um herauszukommen. Sie müssen die Bombe deaktivieren, bevor sie hochgeht. Uah. 8 Sekunden nur noch.
Und dann nochmal einer. Den müssen wir auch noch manuell deaktivieren. Und da ist auch nochmal einer. Uiuiui, ich hoffe, das ist der letzte. Ah, gut, es gab nur 3 Stück. Sie haben die Bombe deaktiviert. Uiuiuiui. Also 10 Sekunden waren doch... Naja, es war ausreichend. Ich habe ja nur ein paar Sekunden gebraucht. Aber, ja. Das hätte auch schief gehen können, vor allem, wenn ich das nicht geschafft hätte. Naja gut, dann suchen wir uns mal einen Weg zurück. Ich schätze, der hat das Ding, den Stollen, ja in die Luft gejagt, sodass wir nicht mehr rauskommen. Jep, hier ist alles zu. Aber hier ist noch eine weitere Tür dafür aufgegangen. Upgrade-Grid, der kommt mit. Warum diese Tür jetzt auf einmal so dir nichts, mir nichts aufgegangen ist und vorher ging sie nicht, das verstehe ich zwar jetzt nicht, aber egal. So, wo sind wir denn? Da hinten sind wir. Jetzt müssen wir übers Gebirge, um dahin zu kommen. Oh, Moment. Also hier lang. Ah, sieh einer an. Das dürften die Plünderer sein. Na, die werden dann mal gleich eine Überraschung erleben. So, die hier hinten wollen wir mal hochheben. Und ihn wollen wir mal hinwerfen. Und hier wollen wir mal eine Überlastung reinmachen. Oh, obwohl. Das ist ja vielleicht hier eher vonnöten. Egal. So weit, so gut. Hier geht. Das war jetzt nicht so schön. Das ist ja beinahe schief gegangen. Schießen sie denn noch? Ach, da hinten ist noch jemand. So, ist da noch jemand da? Ja, tatsächlich, da ist immer noch jemand. So, Heliad hat sich einige Mühe gemacht, um sie hierher zu locken. So schade, dass es so enden musste, für ihn jedenfalls. Jetzt, wo sie wieder an der Oberfläche sind, funktioniert auch die Verbindung ihres Kampfanzugs zur Normandy wieder. Es ist Zeit zu verschwinden. Nett. Jetzt weiß ich ja wenigstens, wozu dieses Lager hier da war. Das haben wir, glaube ich, vorhin entdeckt, oder? Gut, dann gehen wir auf jeden Fall wieder zur Normandy zurück. Hier sollten wir ja fertig sein. Noch ein bisschen Ausrüstung. Naja, aber nicht allzu viel. Tagebuch. Jetzt haben wir nur noch Einrichtung. Das war ja in den Maronsee. Das war auch Maronsee, genau. Cerberus. Das war hier. Wir sind... Nee, das war im Yangtze-System. Ah, doch. Das war hier.
Das heißt, das ist unsere nächste Mission, die wir haben. Dann mal hoch, dann haben wir die. Und ins nächste System. So schwierig war es jetzt auch nicht, auch wenn diese blöden Scharfschützen mich doch ziemlich erwischt hätten. Ich hätte zuerst die Schilde reinmachen sollen, aber ja, ist ja nochmal gut gegangen. Irgendwie. Und keine Nachricht vom Flottenkommando. Hm. Naja gut, dann halt nicht. So, dann haben wir noch das nächste System, Yangtze. Dann fliegen wir mal dahin. Schauen wir uns doch die ganzen Planeten mal an. Seltenes Element. Nehmen wir den auch gleich. Leichtmetallvorkommen. Da ist er, der zweite Planet. Da entdeckt man ein proteanisches Datendisk. Genial. Das bedeutet, die proteanischen Sachen, wo wir sammeln müssen, diese Datendisks, sind auch fertig. Das ist nämlich mal sehr schön. Bintu. Da können wir landen. Was haben wir hier noch? Da haben wir nichts mehr. Dann landen wir mal. Gut. Was sagt unser Tagesbuch? Ja, nur noch Kampfzeichen sind drin. Was wir jetzt gekriegt haben für das Ding, stand jetzt gar nicht dabei. Das wurde leider übersprungen. Sehr schade. Aber egal. Und so langsam hier wird's doch übersichtlich. Uns fehlt nur noch ein Medaillon. Dann sind diese ganzen Sachen erledigt und wir haben nur noch diese vier Nebenquests. Und natürlich die zwei hier. Unsere zwei Hauptquests natürlich. Was sagt die Karte? Forschungseinrichtung, Anomalie, Forschungseinrichtung, Forschungseinrichtung. Dann gehen wir doch mal direkt hier zu dieser Forschungseinrichtung nach unten und schauen mal, was wir da so finden. Da sind wir auch schon und wir sehen auch schon, die ist gut befestigt. Was uns aber nicht weiter stören soll. Ach, da sind sie. Gut. Das war's wohl schon. Okay, was heißt schon? Das heißt immer noch, wir müssen hier dieses Ding anschauen. Wahrscheinlich müssen wir uns alle drei Forschungseinlagen anschauen. Schätze ich mal ziemlich schwer. Wieder das Übliche. Das finde ich sehr, sehr schade. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Dass hier so ein, Ressourcenbau immer wieder Verwendungsdings gemacht wird. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Auf das könnte ich eigentlich... Ah, Mist. Auf das könnte ich eigentlich auch mittlerweile verzichten. Weil normalerweise kriegen wir hier nicht wirklich was, was wir wirklich brauchen könnten. Ah, da kommen schon die ersten Gegner.
beziehungsweise... Okay. Nett. Oi. Ah, ihr blöden Scharfschützen. Ja, das war ja klar, dass sowas passieren musste. Aber wir haben ja gespeichert gehabt. Die Scharfschützen, die können echt ein fast one-hitten. Bevor wir das Ding da machen, schauen wir uns doch einfach mal um, ob die draußen stehen. Wie... So, jetzt. Eieiei. Da ist einer biotisch begabt. Aber das sind wir auch. Pech für die. Unsere biotische Begabung ist doch um einiges besser. Mist. Da haben wir den Typ mit dem Scharfschützenteil. Gut. Jetzt haben wir nur noch den Rachne hier. Sie haben die Bedrohung in dieser Einrichtung ausgeschaltet. Untersuchen Sie jetzt eines der anderen nahegelegenen Labore. Okay, das heißt, den Rachen, diese Bedrohung, die wir hier haben, die müssen wir beseitigen. Oh, und da hinten kommen wir gar nicht rein, sehe ich. Das ist abgesperrt. Umso blöder ist es, dass sie die Karte nicht aktualisiert haben. Nun ja, egal. Dann gehen wir mal in das nächste Teil rein. Wir haben ja insgesamt 3 Forschungslabore. Wo ist Marco? Da ist es. Dann wollen wir mal zu denen hier gehen. Das dürfte ja das nächstgelegene sein. Und auch dieses wird bewacht. Aber das war ja auch irgendwie klar, oder? Aber ich schätze mal, das sollte eigentlich kein so großes Problem sein. Sprung. Und einer ist weg. Und erledigt. Aber wieso bin ich jetzt ausgestiegen? Ich glaube, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt gehabt. Ich wollte, glaube ich, nur den Zoom wieder rausmachen. Oder so irgendwie. Naja, wie dem auch sei, wir gehen jetzt in die zweite Forschungseinrichtung. Die natürlich genauso wieder aussieht wie die andere. Speichern wir vorsichtshalber nochmal. Auch schon mal unsere Waffe. Selbe Spiel wie vorhin. Erstmal die ganzen Leute erledigen, die hier stehen.
Ah, Mist, ich wollte doch ausweichen. Hab das aber nicht mehr geschafft. Nichtsdestotrotz sollte das jetzt so kein Problem sein. Kein so großes jedenfalls. Der sollte erledigt sein. Und ein Stufenaufstieg. So, was haben wir? Mach mal eine Sabotage. Okay, das war einfach. Bevor wir jetzt den Stufenaufstieg machen, erledigen wir auch noch diese... Das sind Husks, oder? Ah nee, das sind thorianische Creeper. Oh Mann, was Cerberus so alles da hat. Das ist ja mal heftig. Unter den Creeper-Leichen gab es keine Spur von Kahoku. Er muss sich in einem der anderen Labore in diesem Bereich befinden. Nun gut. Welche Cerberus-Schrecken wir wohl in der nächsten Basis finden? Das würde mich auch interessieren. Aber da werden wir wahrscheinlich auch den Kahoku finden. Und damit sollte, denke ich, abgeschlossen sein. Tagebuch, was haben wir da? Ah, Cerberus. Alle Cerberus-Basen vernichten, okay. Ausrüstung, nehmen wir mal alles so ungesehen mit. Und jetzt gehen wir noch schnell hierher. Dann würde ich sagen, machen wir hier... Erhöht Nahkampfschaden, erhöht Waffenschaden. Nee, halt. Ich... Warp oder Barriere? Ich hätte gesagt Barriere, um sich eher zu schützen. Das macht eher Sinn. So, das ist auch klar. Und hier... Hätte ich gesagt, gehen wir mal auf Dämpfen. Das macht, glaube ich, bei ihr am meisten Sinn. Dann sollten wir gut ausgerüstet jetzt auch sein. Dann sage ich mal, danke fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!